Moin, ihr Hallodris, mein Name ist Endenburg und heute geht es um World of Warcraft Classic Season of Discovery, denn zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist die Saison ganz genau einen Monat alt und ich habe mir gedacht, das ist doch ein super Zeitpunkt, um mal ein kleines Fazit zu ziehen, was mir gefallen hat, was mir weniger gut gefallen hat, wie meine generellen Eindrücke aussehen und was man vielleicht von Phase 2 sich wünschen könnte, denn das Ganze wird ja in spezifischen Zyklen released und dieser erste Zyklus ist jetzt eben ein Monat rum. Ich habe den sehr intensiv gezockt, sitze gerade am 3.25er und möchte jetzt eben so ein bisschen meine Eindrücke zusammenfassen, gerade auch als jemand, der sowohl Retail als auch Classic WoW, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Gründen, beide sehr, sehr gerne spielt und sich sehr gefreut hat im Vorfeld auf die Saison, denn da sind eine ganze Menge spannende Dinge, die da mit Classic WoW passieren. Im Vorfeld müsste man einmal eben kurz noch erwähnen, dass Blizzard mittlerweile so kleine Gebrauchsanweisungen mit jedem digitalen Download mitlegen müsste, so wie damals diese kleinen Handbücher von so Gameboy-Spielen, die man dann auf der Rückfahrt im Auto unglaublich leidenschaftlich und intensiv studiert hat. Denn das Problem ist, wenn du deinen hypothetischen Kumpel Lukas heutzutage überreden möchtest, hör mal, wollen wir nicht ein bisschen WoW zusammenspielen und er sich dann daraufhin den Battle.net-Launcher runterlädt, dann wird zwangsläufig die Frage kommen, welche der 5 Versionen soll ich denn jetzt eigentlich spielen? Es ist ein bisschen lächerlich geworden zu gegebenermaßen, denn wir haben Classic WoW, also die Era Server, wir haben jetzt die Season of Discovery, es gibt Hardcore WoW, es gibt natürlich WoTLK Classic, das dann irgendwann übergehen wird, Sommer 2024 in Cataclysm Classic und natürlich Retail WoW, also aktuell Dragonflight. Und jede dieser Versionen hat natürlich ihre Daseinsberechtigung und ihre Rechtfertigung und Gründe, warum man sich ausgerechnet für diese Version entschieden hat. Aber es dient nicht unbedingt der Übersichtlichkeit, sagen wir es mal so. Und ja, ne, um auch diesen Punkt nochmal eben mitzunehmen, die hämischen Spottartikulierer haben natürlich recht, es ist der x-te Anlauf von Blizzard, einen Geniestreich zu vermarkten, den man irgendwann vor 20 Jahren mal hatte. Aber diesmal steckt eben dann doch ein bisschen mehr drin als 2019, als man einfach nur Classic WoW wieder aufgewärmt hat, wie so eine Lasagne von gestern. Denn es stecken sehr, sehr viele neue kreative oder innovative Konzepte drin für Classic WoW-Verhältnisse, die diese Saison besonders machen. Es gab natürlich viel Inspiration von Private-Servern, das muss man ganz klar sagen. Relativ ähnlich, wie man das schon bei Hardcore WoW gemacht hatte, also Classic Hardcore, hat man viel von der Community genommen, also Ideen, Ansätze, die die Community vorangebracht hat. Bei Hardcore war es ja eben dieses Add-on und diese spezifischen Spielregeln, die man dann überführt hat in ein sehr gutes offizielles Hardcore von Blizzard mit dem Makora und den deutlich wieder stärkeren MMO-Fokussierungen, dadurch, dass gewisse Regeln weggefallen sind und so. Und jetzt sagt man sich, okay, ne, es gibt diese Private-Server, wie heißen sie, Turtle und Ascension oder irgendwie sowas. Und die haben sehr, sehr viele spannende Konzepte, haben sehr viel Zulauf und wir könnten doch eigentlich das auch vermarkten, ne, wo wir schon die Rechte haben. Also machen wir die Season of Discovery, machen wir so eine Art Vorlauf für Classic Plus. Ob das so gut geklappt hat wie bei den Hardcore-Servern, wie ich zumindest finde, ich finde, die sind sehr gelungen, das ja, gucken wir uns jetzt an. Wir fangen mal mit dem Runensystem an, bestimmt dem spannendsten Konzept und der spannendsten Neuerung, die mit Season of Discovery gekommen ist. Die Runen haben für mich, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich finde es schön, dass man unterschiedliche Quellen dafür hat. Also es gibt so ein paar kleine Rätsel, wobei, ne, in den modernen Zeiten, sind wir mal ehrlich, war das halt grandios für 2 Wochen und dann guckt man es eh nach auf YouTube oder auf den gängigen Guide-Seiten und so weiter. Aber es war ein bisschen auch die Verantwortung jedes Einzelnen, wie man diese Runen angeht. Und ich weiß, ich persönlich und viele andere, die ich kenne, haben es so gemacht, dass man eben manche Runen tatsächlich selber entdecken wollte und auch tatsächlich selber entdeckt hat. Und andere, die dann sehr relevant sind, sehr essentiell sind, ja, die hat man dann irgendwann halt mal recherchiert. Aber es war zumindest so dieser Entdeckerdrang, der war zumindest dadurch, dass es keine Beta gab, wie ich finde, schon vorhanden und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde auch schön, dass es manche Runen gab, die sehr viel Teamplay erfordert haben, weil das unglaublich gut zur Seele und zur Identität von Classic WoW passt. Also zum Beispiel diese Feuerrune für Schamanen oder Mages, bei denen man auf Hordenseite
Seite diese eingefrorene Krabbe, dieser, wie heißen die, Makula-Krabbler, ich kann mir den Namen nie merken, dass man die dann eben auftauen musste und dafür war Teamplay nötig. Also du musstest halt dann im Durotar-Chat fragen, hör mal, gibt's hier nicht ein paar Hexer, gibt's hier nicht ein paar Mages, gibt's hier nicht ein paar Schamanen, die sich zusammenfinden für diese Rune. Auch andere Runen, wie jetzt zum Beispiel die Aspect of the Lion-Rune für den Hunter, die in den Wetlands, in dieser Höhle zu holen waren, war eine Rune, die du alleine kaum schaffen konntest, zumindest nicht vor Level 25 und gutem Gear. Aber ne, da waren halt, wenn du da hingehst, waren immer irgendwie Spieler da, mit denen du connecten konntest. Bei dem Krabbler war es wirklich so, dass du häufig zumindest eine Gruppe wirklich bilden musstest dafür. Und wie gesagt, das hat mir gut gefallen. Das andere, weil es eben zu Classic passt, das andere, was natürlich eine große Rolle spielt, ist, wie wirken sich diese Runen aus? Also, welchen Impact hat es, wenn ich plötzlich Lava Burst habe als Schamane oder Chaos Bolt als Hexer oder sonst was? Und ich finde, man hat sehr, sehr gut die Balance getroffen aus, wir bringen spannende, auch ja durchaus mit Impact ausgestattete Fähigkeiten rein, die tatsächlich diese Klassen vom Feeling her nochmal verändern, wollen aber das grundsätzliche Kampfgefühl und das grundsätzliche Combat von Classic nicht zu sehr verändern. Also dass man jetzt zum Beispiel Klassen sehr viel Mobility schenkt, dem Krieger zum Beispiel heldenhafter Sprung oder so. Da glaube ich, hätte sich das Feeling, das Classic-Feeling sehr, sehr stark verändert. Und ne, weil es eben langsamer ist, taktischer ist, statischer ist, sind wir mal ehrlich. Und ich finde, da hat man einen guten Kompromisspunkt getroffen, dass man zwar spannende Fähigkeiten reinbringt, ne, zum Beispiel eine der wenigen Mobility-Fähigkeiten war ja eben der Schattensprung vom Schurken. Das hat auch ganz gut gepasst und war auch nicht zu viel, finde ich. So dass die meisten Klassen sich durchaus neu und spannend angefühlt haben, aber ohne dass man direkt irgendwie das Gefühl hat, man spielt jetzt Retail-WoW, weil das ist natürlich eine Gefahr, die da immer im Raum steht und ich finde, da hat man ein sehr, sehr gutes Gefühl für bewiesen. Es gibt natürlich eine neue Meta generell, die einerseits immer eine spannende Sache ist und die natürlich dann auch ne, so ein bisschen zum Entdecken einlädt, logischerweise. Die aber tatsächlich gar nicht so neu war, wenn man mal ehrlich ist, weil es gibt im Grunde dieselben Tendenzen, die es auch im normalen Classic WoW gab, nämlich dass in Phase 1, also so bis Level 25, 30, Melees doch häufiger stärker sind als Spellcaster, die dann eben die Skalierung brauchen. Auch dass Hunter natürlich sehr, sehr stark sind zu Beginn und dann abfallen. Das hat man trotz der Runen immer noch in Phase 1 der Season of Discovery genauso gesehen. Es fehlen eben auch wichtige Skill-Tree-Punkte beim Priester zum Beispiel, die Schattenform, oder beim Ele-Schaman, der garantierte Crit und die Cast-Zeit-Verringerung, oder die Eule für die Boomies, die ja jetzt auch ein Ding sind, aber eben ihre Eulenphase erst in Phase 2 kriegen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben zwar eine neue Meta, aber die war gar nicht so weit weg von der üblichen Meta. Und ja, trotzdem natürlich schön, das alles zu entdecken und mit den Runen eben so viel frischen Wind zu bekommen. Wir sind natürlich mit den Runen stärker in der Levelphase. Daher gab es eine Anpassung bei den Mobs beim Leveln. Die wurden wohl stärker gemacht, also machen mehr Damage, haben größeren HP-Pool. Wie sehr das aber tatsächlich funktioniert hat, also wie sehr man wirklich das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt hier eine Welt, die ist mit mir stärker geworden, das hängt sehr von der Klasse ab, habe ich gemerkt. Also als Hunter zum Beispiel habe ich das Gefühl, selbst nach den Nerfs, über die wir gleich noch reden werden, hatte ich trotzdem noch das Gefühl, dass es ein Spaziergang an einem lauen Sonntagnachmittag war. Mit anderen Klassen wiederum, mit dem Rogue zum Beispiel, fand ich schon, dass das Level ziemlich zäh war. Also gerade so bis Level, sagen wir mal, 15 oder so. Das heißt, es war hier sehr, sehr, sehr von der Klasse abhängig, wie gut diese Anpassung meiner Meinung nach funktioniert hat. Mit manchen besser, mit anderen deutlich schlechter. Was ich schön fand, war, dass es neue Möglichkeiten mit den Berufen gab, ne? Also dass Berufe verschiedene Möglichkeiten bekommen haben, eben wertvoll zu sein, gerade auch natürlich über die Dinge, die sie herstellen können, wenn es um Gear geht und du nicht mehr so diese Meta hast, dass Engie absolut stark ist und absolut der Way to go, sondern dass andere Berufe mehr Liebe bekommen haben. Ich bin ganz ehrlich, ich bin trotzdem für Engie gegangen, deshalb kann ich da leider nicht aus eigener Erfahrung reden, aber ich habe es bei anderen mitbekommen und ne, es gibt ja neue Rezepte und neue Dinge, die du herstellen kannst und so. Die dann andere Berufe lukrativer machen. Von daher, das ist eine schöne Sache, auch wenn ich da persönlich jetzt in diesen Teil tatsächlich nicht so tief reingegangen bin. Was ich mir natürlich angeguckt habe, war der Raid. Und der Raid, muss ich sagen, da gibt's so ein paar Stimmen in beide Richtungen. Ich fand ihn relativ gelungen, aber auch als jemand, der eben durchaus anerkennt, dass es der P1-Raid ist, also der Raid, den wir in Phase 1 bekommen.
Es waren nicht die bahnbrechendsten Mechaniken, die dieser Raid mitgebracht hat. Ne? Also der Black Fathom Deep, tiefschwarze Grotte heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Dieser Raid hat eben Bosse bekommen, die Mechaniken haben. Viele waren relativ unspektakulär, ja. Ne? Der vorletzte Boss hat halt diese Kellerphase, die war immer ein bisschen was anderes. Dann hast du diese Totems gehabt, wo du immer drauf achten musstest, das Richtige zu clearen, weil du ansonsten deine Gruppe gewiped hast und den Damage-Stop, der damit einhergeht und so weiter und so weiter. Also es gab schon ein paar nette Mechaniken, die mehr sind als das, was man natürlich mechanisch so normalerweise auf Level 25 in Classic WoW zu sehen kriegt, das ist ganz klar. Aber es war weit entfernt von wirklich einem großen Anspruch oder dem ansatzweise, was man vielleicht aus Retail kennt. Jetzt muss man eben dazu sagen, erstens ist es schön, dass es diese Art von Zwischen-Endgame sozusagen überhaupt gibt. Also ich finde es eine super, super coole Sache. Ne? Auch gerade, weil dieser Level 25er Cap eben ermöglicht hat, dass man so viel Zeit auch mal für Twinken oder für eben diesen Content bis Level 25 aufbringen konnte. Und andererseits kommt ja eben Phase 2. Und wir wissen ja schon, Phase 2 wird Gnomeregan mitbringen. Und ich denke und erwarte auch, dass der nochmal deutlich anspruchsvoller wird, wenn es um das Mechanische geht. Von daher, ich fand für Phase 1 fand ich diesen Raid absolut in Ordnung. Es war nicht bahnbrechend mechanisch, aber es war schon so, dass man ein paar Boss-Mechanics hatte, auf die man achten musste. Und um die man drumherum spielen musste. Und wie gesagt, für einen Einstieg, für eine Einführung in das neue Zwischen-Endgame-Raiden fand ich das völlig in Ordnung. Und bin da sehr, 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 sehr glücklich mit. Wo wir gerade schon das Thema hatten, der Lock auf 25, also dieser Level Cap von Level 25, da eben sonst auf, schnell auf Max-Level gepowerlevelt werden würde, hat sich extrem gut angefühlt, wie ich finde. Denn du hast dich eben nicht getrieben angefühlt, du konntest dich einlassen auf die neuen Inhalte, auf die Runen. Und jetzt powerleveln zwar viele auf 25, aber das dauert eben ja auch nicht ewig lang. Und es bleibt eben doch noch genug Zeit, um auch mal zu twinken, in andere Spielweisen von anderen Klassen reinzugucken, zu schauen, wie die sich so entwickelt haben. Ich hoffe nur ein bisschen, dass es nicht so langatmig wird. Das ist jetzt so ein bisschen meine Sorge oder das, was worüber man stolpern könnte. Denn es würde ja Sinn machen, wenn diese Phasen immer länger werden. Also wenn die erste Phase relativ kurz ist, sagen wir mal einen Monat oder so, dann wären wir jetzt allerdings schon an dem Punkt, wo die Phase 2 losgehen müsste. Und dadurch, dass du ja immer mehr Teile der Welt hast, die sich dir erschließen, immer mehr Dungeons, instanzierte Inhalte, die sich dir erschließen mit jeder Phase, würde es, finde ich, Sinn machen, jede Phase auch ein bisschen länger zu machen als die davor. Und ich habe natürlich ein bisschen die Sorge, ich meine, man guckt sich das an bei Blizzard und deshalb haben wir auch noch kein konkretes Datum, außer halt so ein Korridor, so ein zeitlicher, der jetzt über diese Roadmaps eben kommuniziert wurde, aber Blizzard will ja eine gewisse Flexibilität sich da selber quasi bewahren, damit man darauf reagieren kann, wenn Leuten langweilig wird. Aber ich finde, es darf nicht zu lange werden, es darf nicht zu langwierig und zu repetitiv werden, denn ne, man hat jetzt mittlerweile wirklich diese ganzen P1-Inhalte tausendmal gelaufen. Und ich würde mich freuen darüber, wenn jede Phase ein bisschen länger als die davor werden würde. Mal gucken, wie sie es machen, dass es diese Phasen grundsätzlich gibt. Großartig. Was absolut nicht großartig ist, sondern eine Riesenenttäuschung für mich, leider muss ich ehrlich sagen, war das Ashen Vale PvP-Event. Das war so schlecht, dass es mittlerweile mehrmals überarbeitet wurde. Ich muss aber sagen, selbst nach diesen Überarbeitungen funktioniert es für mich als PvP-Event gar nicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass während des eigentlichen Eventes nicht PvP't wird, sondern Bosse so schnell wie möglich umgehauen werden. Jetzt muss man sagen, das war vor den letzten Überarbeitungen, aber bei meinem Run auf Twitch hat es genau 1 Minute 13 gedauert, bis die Phase vorbei war und man eben nicht mal PvP't hat. Und man muss ja auch nicht mal zwingend PvP'en, damit sich das Event triggert. Das geht ja sogar, wenn man einfach nur PvE-Gegner killt, auch wenn natürlich viel PvP't wird trotzdem. Aber es ist eben super schade, dass dieser finale Akt dann eben so PvE-ich quasi ist und so wenig mit PvP zu tun hat, weil mich das super hart an New World erinnert. New World ist ein MMORPG, das ein sehr ähnliches Problem hatte mit seinen alten PvP-Missionen. Jetzt gibt's das Territory Influence Event, was wesentlich, wesentlich besser funktioniert, aber damals gab es eben die PvP-Mission, da bist du dann in gewisse Gebiete gelaufen, hast die patrouilliert, also standest da rum, hast irgendwie eine Kiste aufgemacht und vielleicht einen Gegner getötet, also ein PvE-Gegner. Und das war's. Und das waren dann die PvP-Missionen. Furchtbares System, das endlich letztes Jahr mit dem, oder dieses Jahr noch,
mit dem Rise of the Angry Earth Add-on eben überarbeitet wurde, was jetzt ein riesen Krieg ist mit dem Territory Influence Push, wo du mit anderen Spielern auf großen Gebieten sozusagen zusammentriffst und alle sich die Köpfe einschlagen, genauso wie es sein sollte. Wesentlich besser, es verheißt nichts Gutes für Season of Discovery, wenn New World etwas systemisch besser hinbekommen hat als du. Aber man muss leider sagen, es ist ein sehr ähnliches Problem und ich würde mich sehr freuen, wenn die Lösung ähnlich aussehen würde wie bei New World. Denn, wie gesagt, als PvP-Event für mich sehr underwhelming. Was gut funktioniert hat wiederum, war die Fraktionsbalance. Ne, da gab es ja ein neues Serversystem von Blizzard und dass eine Seite geschlossen wird, wenn zu viele werden. Laut Blizzard ist es ein gigantischer Erfolg. Ne? So ein Desaster wie damals mit Lucifron konnte verhindert werden. Es ist auf allen Realms wohl relativ ausgeglichen. Ne? Auch, dass man im Vorfeld die Namen nicht verkündet hat von den Servern, damit die Leute sich nicht festlegen und es vor Release schon tote Server gibt und halt die guten Server sozusagen, auf die man dann gehen muss. Das hat sehr gut funktioniert. Das ist also auch ein großer Win. Was ebenso ein großer Win ist, ist, dass Entwickler schnell reagieren. Das sehen wir bei vielen Sachen. Es gab zum Beispiel einen Riesenfail mit der Tank-Rune für die Warlocks. Die war nämlich erst durch den Raid erspielbar ursprünglich. Und dadurch musstest du in den Raid gehen mit einer Rolle, die du gar nicht spielen wolltest. Wenn du jetzt einen Warlock gemacht hast mit dem Gedanken, okay, ich tank mit dem. Das war schon sehr dumm, muss man sagen, und wurde dann sehr schnell zum Glück, also verhältnismäßig schnell gereworked. Oder auch natürlich die Hunter-Nerfs, an die ich als jemand, der einen Hunter hat, sehr leidlich denkt, denn ich finde sehr schade, dass es jetzt eben so viele tote Runen gibt für den Hunter. Aber ne, wie schnell Explosive Shot, das zugegebenermaßen auch absolut broken war, genervt wurde. Der Chimärenschuss wurde genervt. Auch im Vorfeld wurde ja sogar schon Lone Wolf und Sniper-Training genervt. Also der Hunter hat so viele Nerfs hinter sich, ist immer noch stark. Aber eben nur in Phase 1. Mal gucken, wie die Zukunft aussieht. Oder ne, der Skorpion, an den wir alle gerne denken. Da reagieren die Entwickler super schnell. Und das ist wichtig, ne, weil eben klar war auch, dass Balancing wirklich nicht überall gegeben sein würde. Und ganz viel Experimentelles. Deshalb schön und gut und wichtig, dass Entwickler schnell reagieren bei der Season of Discovery. Insgesamt also bin ich sehr angetan, finde das meiste hat gut funktioniert, das meiste motiviert sehr, hat Classic WoW den Leuten, die Classic mögen, sehr viel frischen Wind gegeben und macht sehr viel Vorfreude auf Phase 2, denn da werden wir neue Runen bekommen. Einige davon wurden schon gedatamined, zum Beispiel der Trap Launcher für den Hunter, ne, dass man jetzt Fallen eben innerhalb des Kampfes stellen kann und nicht nur außerhalb und sogar werfen kann. Man muss aber dazu sagen, wir wissen nicht, ob diese Data-Mining-Sachen wirklich im Spiel landen. Denn es wurde ja zum Beispiel auch schon Cheat-Death gedata-mined von den Schurken und das wurde ja zum Beispiel wieder gecancelt. Das heißt, wir wissen nicht, ob die Dinge, die jetzt schon bekannt sind, ob die wirklich im Spiel landen. Es ist natürlich auch super spannend zu sehen, werden wir im Vorfeld wissen, welche Runen es geben wird für Phase 2 oder werden wir die wirklich entdecken müssen. Das ist ein Punkt, der mich persönlich sehr interessiert hält. Es wird natürlich den neuen Raid geben, wie gesagt, da wissen wir, dass es Gnomeregan wird, wir wissen, es wird auch wieder ein neues PvP-Event geben, diesmal wohl, so wie es scheint, im Stranglethorn Valley, also Schlingendorntal, was ja auch historisch ein sehr prädestinierter PvP-Ort ist. Ich hoffe nur, dass sie das Event deutlich überarbeiten, denn wie gesagt, Ashenvale fand ich grausam. Also, ne, unterm Strich, Season of Discovery ist Classic WoW mit mehr, so kann man sagen. Es ist die Hinführung für Classic Plus. Und ich glaube, man mag die Season of Discovery, wenn man Classic mag. Ne? Und das ist der wesentliche Punkt, denn wer die Designphilosophie von Retail präferiert, der ist da nach wie vor besser aufgehoben. Das muss man ganz klar sagen. Die Wege sind lang, das Leveln ist zäh, vor allen Dingen jetzt, wenn die nächsten Phasen kommen. Die Kämpfe sind langsam und taktisch, der Progress wiederum ist bedeutsam und langfristig, der soziale Faktor erheblich stärker, die Vorbereitungen stärker und so weiter und so weiter. Es ist also im Grunde systemisch immer noch wie immer, es hat sich da nicht viel verändert. Und Leute, die eben Classic WoW mögen, die kriegen hier was ganz Spannendes präsentiert, aber Leute, die Classic nicht mögen systemisch, die werden quitten. Und die haben auch schon gequittet und die werden weiter quitten. Das ist ganz klar, viele Leute wurden sicher angezogen von dem Hype rund um SOD und werden jetzt mit einer Realität konfrontiert, die eben aussagt, es ist immer noch Classic WoW und das muss man mögen. Gut, so viel wie gesagt zu meinen Eindrücken. Ich persönlich bin sehr angetan und freue mich auf Phase 2, habe aber lustigerweise auch wieder ein bisschen Bock bekommen auf Retail durch die Season of Discovery, weil ne, irgendwann ist man ja auch fertig und hat alles gesehen, hat dann vielleicht noch dafür ein bisschen Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die neue Season gefällt, ob ihr
Lust habt auf die Phase 2 und wie lange das jetzt noch gehen sollte, bis die beginnt, eurer Meinung nach. Denn ich finde, wie gesagt, es sollte nicht mehr allzu lange dauern. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Video. Denkt natürlich an den Daumen und das Abo, ne, für den Algorithmus und für den Support. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten. Macht es gut, lasst es euch gut gehen. Euer Entenburger.